Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Losberg hier im LS17. Und ihr seht schon, wir sind hier mit unserem Style unterwegs, wo wir jetzt direkt mal den Motor starten. Und dann fahren wir zum Händler. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, dass wir letzte Folge noch ganz am Ende die Sämaschine gekauft haben. Und das müssen wir jetzt natürlich auch hier machen. Aber wir nehmen nicht diesen Traktor, sondern den lassen wir jetzt hier stehen. Wir nehmen den anderen, weil wir müssen die Schaufel wieder mitnehmen. Wir haben jetzt ja hier vorne die Palettengabel dran. So, und dann würde ich jetzt einfach mal die Palettengabel hier abkuppeln. So. Der hat sowieso etwas mehr Kraft insgesamt, kann man so vorfinden. So. Und da. Ja, das breiter der Reifen. So. Und umleuchten an. Alles etwas hakeliger, seit ich das Lenkrad nicht mehr habe. Da kommt auf jeden Fall wieder was Neues. Ich bin mal raus und das. Jetzt schon 16,8 Stunden genutzt. Das ist natürlich Spielzeit. Steigern oder generell anzuschalten, weil die nicht zu viel von Sauer enthalten oder die generell sauer machen müssen. So. Da seht ihr sie schon. Ah, da liegt unsere Schaufel. Genau. Das ist unsere Sämaschine hier. Schauen wir mal kurz aus. Von Werderstedt. Relativ neu, so ich finde, das vom Modell her. Genau. Und die macht 6 Meter Breite, hat insgesamt 3100 Liter Fassungsvermögen. Die müssen wir auch gleich noch auffüllen. Genau, das machen wir alles jetzt in dieser Folge. So, wir gucken erstmal kurz unsere Schaufel an, weil es geht natürlich danach schwerer, mit der Rückwärts zu fahren und so weiter. Blizzard falsch geparkt. Wir könnten ja auch verkaufen, also den fahren wir den eigentlich. So, jetzt fahren wir hier hin. Schalten den Motor von dem aus und dann besorgen wir uns jetzt noch mal ein paar Saatgutpaletten. Eine haben wir noch, habe ich gesehen. Haben wir jetzt auf jeden Fall mal zwei. Hier mal 2000 Liter. Sowieso nicht mehr. So, steigen wir hier an den kleinen. So.
der ist auf jeden Fall nicht so gut geeignet dafür. Ja, vielleicht auch die Palettengabel hier hin. Hätten wir das mit unserem eigenen Frontlader machen können. So. Und das damit sich vielleicht runterfällt. Ausgeleert. So, 1000 Liter sind drin. So, die wieder senken. Ein Tuch ist auch wieder so. Seite, aber es wird entleert. So, dann direkt. So. Dann haben wir auch nochmal 500 drin. Das Ganze ging doch jetzt relativ gut mit dem Kompaktlader. Dann hier wieder die Mutter aus. Und jetzt haben wir 2499, ja gut, ein. Mutter ist anscheinend verloren gegangen. Und damit fahren wir jetzt zum Update 26 und fangen mit dem Säen an, was auch sonst. Häufen hier. Jetzt hat das hier wieder aufgegeben. Der hat mich also gefallen. Nicht und schon gar nicht, wenn ich nur diese Tour habe. Das ist doch nicht ganz gut. Ich bin gewohnt, mit Längen zu fahren. Das wird schon auch bleiben. Das ist hoffentlich dann nicht so gut. Beim Radlmann wird es auch. War ja nicht so gut. Ich würde nur sagen, dass überhaupt keine gute Arbeit von haben. Das kann ja niemand dafür investieren. So, das stimmen wir mal kurz hier ab. Und ein Schneidwerk schlagen. So.
So, das ist unser erstes eigenes Gerät. Also ist hier eine Revolution für die Lost Bad Map. Schmutz gemacht. So. Dann gehen wir mal kurz raus und mal kurz die Schrauben nehmen. Ja. Ja, kann sie schon. So, kann man das nach vorne ab. Auch alles mitnehmen. Unser Nachbarn. So, das ist doch ja unsäglich. Dann können wir das machen. So, jetzt schauen wir mal, ob das was geholfen hat. Ich kann jetzt ja einfach mal so lange vorspielen, bis die Stunde beendet ist. Dann lag es vielleicht auch mal so voll, da ist das schon. So, mal ganz kurz die. Mal ein bisschen fahren zurück, dann müsste die Stunde schon voll sein. Dann müsst ihr auch sehen, wie viel Wolle wir schon haben. Das können wir aber nicht sehen. Vorhin, nur dann aktualisiert das. Also. So, runter mit der Zeit. Und fangen wir mit dem Sand an. Schauen wir mal davon kurz. So, also 35% Wolle haben wir. Produktivität ist jetzt wieder 99%. Wasser und Heu müssen wir dann in naher Zukunft mal wieder auffüllen, aber so lang geht es noch. Und jetzt sehen wir erstmal wieder unser eigenes Feld. Stärkeren Traktor dafür. Ich weiß, der Steier das schafft. Die Zugleistung hier auf jeden Fall wird er nicht so stark sein. So, wir kennen ja das schon, wie wir das machen müssen. Wir wollen aber nicht reizen, deswegen senken wir das Ganze noch nicht. Wir müssen schauen, was uns viel Geld bringt. So, und das wäre jetzt in dem Fall. Sojabohnen ist immer noch absolut an der Spitze. Das wird anscheinend viel gebraucht. Können wir mit dem Sonnenblumen? Das wäre natürlich schön. Mal ganz kurz schauen. Garage. Wo wir die haben. Na, sind wir schon wieder dran vorbei. Na? Bin ich wieder zu dämlich zu sehen, wo ich die. Da ist sie. Ne, Sonnenblumen können wir nicht. Also, dachte ich mir auch schon. Wir nehmen, jetzt wechseln wir mal Z hier, nehmen und wir nehmen wieder Sojabohnen. Wenn wir daran das meiste bekommen, können wir da natürlich unseren Umsatz immer steigen. So, wir senken das Ganze und schalten das Ganze ein. So, schauen wir mal, wie viel Folgen das in Anspruch nehmen wird. Sehen hier. Ich hoffe nicht allzu viele. Und
möglichst produktiv fahren. Wir haben dann noch den Flug, wo wir selber geflügt haben. Ausbekommen, das kann man ja in Losberg selber machen. Wirklich große Maschine. Und das ist natürlich schon ein enormer Fortschritt. So, irgendwann hätte ich natürlich auch die Wolle dann noch was verdienen. Bei 99% Produktivität mache ich mir gar keine Sorgen. Und dann sind wir hiermit auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Genau, dann würde ich sagen, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann könnt ihr das natürlich gerne noch machen. Ich freue mich natürlich immer drüber. Genau, und dann würde ich sagen, bis dahin könnt ihr natürlich auch ein Like dalassen. Und dann würde ich sagen, bis dahin sehen wir uns zur nächsten Folge wieder von Losberg hier. Und bis dahin würde ich sagen, seid kreativ, bleibt gesund und ciao!